Liebe Gäste, ich habe Ihnen Weltmeister versprochen, Sie werden jetzt gleich in die Halle kommen. Es gibt in diesem Sommer die Weltmeisterschaft der Show- und Marching-Bands in Potsdam und da sind Sie dabei. Sie wollen Ihren Titel verteidigen, Sie sind Weltmeister, möchten gerne wieder Weltmeister werden. Worauf kommt es denn an? Wie kann man eine Weltmeisterschaft gewinnen?
Ja, man muss allererst mal den Nerv des Publikums treffen, denn man kann ja Titel spielen, die gar keiner mag. Aber ich glaube, da haben wir eine ganz gute Mischung. Und dann kommt es auf die Ausstrahlung an, auf die Exaktheit. Denn wenn jeder macht, was er will, sieht es nicht gut aus. Aber ich glaube, das kriegen wir schon ganz gut hin. Wollen wir uns das mal angucken, wie das klappt? Wir sind nämlich sehr gespannt, wie der Zug, der Fanfarenzug aus Potsdam jetzt hier die Bühne erobert. Das werdet ihr musikalisch tun, richtig? Und wir werden das als so ein klitzekleines Training für die WM werden. Ja gut, in der Regel ist es weniger so, dass man musikalisch auf die Bühne kommt. Wir nehmen einfach mal so einen Untertitel und versuchen uns mal ordentlich aufzustellen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Mit ein bisschen Applaus einfach mitklatschen. Ich glaube, das fällt sich noch ein bisschen leichter. Treppen sind sonst nicht drin. Einen halben Punkt können wir abgeben. Nö. Gut, wir wollen volle Punktzahl mit dem Fanfarenzug Potsdam. Dankeschön.